Boah, wie sehen die aus, ey? Also, erste Nachricht des Tages. Conor McGregor fights back. Leute, ich komme gerade vom Schwimmen. Ich muss euch was ganz Wichtiges mitteilen. Dieser Stuhl, ne, wenn ich mich bewege, macht er ganz schön Terror. Es gibt sehr gute Neuigkeiten und das möchte ich euch auch ans Herz legen, weil man das zu häufig vergisst und überhaupt nicht die Erfahrung machen kann, wenn man es nicht macht. Und zwar geht es ums Schwimmen. Das Gefühl, wenn man eine Trainingseinheit zu 100% erfüllt hat und wirklich auch im Becken war, morgens um 9 Uhr, wie heute am Sonntag, wenn das Bad gerade aufmacht und das Wasser noch glatt ist, keine Sau drin rumplanscht und dann als man als Erster ins Wasser springen kann, das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Man muss es halt nur machen. Und klar haben viele keinen Bock auf Schwimmen. Auch ich hatte das in der letzten Zeit nicht. Aber wenn man es mal macht, ist das Gefühl danach eigentlich von allen drei Sportarten, wenn man es gemacht hat und zu 100% erfüllt hat, das Geilste. Also Leute, Arsch hoch, schwimmen gehen. Jetzt wollte ich nur loswerden. Okay Leute, Schluss mit dem Versteckspiel. Es gibt Neuigkeiten, ich habe gerade Langeweile gehabt und wisst ihr, was ich gemacht habe? Frei nach dem Motto von Nelson in seinem Video, sind wir nicht alle ein bisschen Strava, habe ich einen Club angelegt auf Strava. Da ist das Ding. Gerne beitreten, Leute. Gerne beitreten, dann haben wir eine zusätzliche Motivation. Dann können wir uns quasi auf Strava betteln. Wer hat die meisten Stunden in der Woche trainiert? Wer hat die meisten Kilometer auf dem Rad gefahren? Wer hat die meisten Comps? Wer hat die meisten Course-Records, die meisten CRs? Unten in der Beschreibung ist der Link zum Club. Ich weiß ja, Motivation häufig ein kleines Problemkind. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr, denn die Listen motivieren, sage ich euch. Bäm! Da sind wir im Grün. Ich und meine kleine billige Tüte. Hier sind meine Getränke drin, weil jetzt wird gelaufen. Ich laufe mich jetzt erstmal ein und dann gibt es hier so eine kleine am Stadion, gibt es hier am Stadion so eine 900 Meter Runde und ich muss 4x1000 laufen. Dachte ich mir, laufe ich halt 900 Meter. Nee, das muss reichen. Ich verstecke jetzt hier mal diese Tüte schon mal im Busch. So. Oh, GPS ist bereit, es kann losgehen. Jetzt ist mir diese GoPro runtergefallen. Jetzt ist der. Ich krieg auch echt alles kaputt, ey. Fick die Henne. Okay, auf jeden Fall. Hier ist das Areal, das ich jetzt laufen werde. Ja, einmal hier um den ganzen Vorplatz am Kölner Stadion rum. Deponieren wir jetzt meine Tüte. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier hinten drauf eigentlich gerade nichts sehe. Aber deponiere ich jetzt hier mal mein Tütchen. Stell die Kamera erstmal hier hin, dann geht's los. Alright! Nummer 2, check. Alright. Go, go. Fertig. 17,3 Kilometer.
Uhr hat gerade eine neue Schwelle erkannt. Ich habe sie angenommen. Und jetzt zeigt die Uhr sehr, sehr gute Zeiten an. Wenn das stimmt, ja, dann freue ich mich schon auf den Marathon Köln. Ihr seht mich ja relativ selten in meiner Küche. Ich koche viel zu selten, das werden wir jetzt wieder ändern. Was zum Essen, weil ihr ja häufiger auch nach Essen fragt. Manchmal mache ich richtig geile Sachen und manchmal muss es auch einfach gehen. Wir fangen heute mal einfach an. Dinkelpenne. Und da ich ja ein bisschen glutenunverträglich bin eigentlich, ist Dinkel natürlich sehr gut. Da ist relativ wenig Gluten drin. Und dann mache ich das heute ganz einfach, weil ich faul bin, kein Süßchen. Hier so eine Pesto, Zucchini und Minze. Das Gläschen hier kostet aber schon 4 Euro oder so. Aber egal, es kostet die Welt. Es riecht auf jeden Fall spannend. Wenn ihr mal ein Kochbuch sucht, mal ein bisschen vegan ausprobieren wollt, das Buch ist der Knaller. Powerfood vegan, die Rezepte sind super easy. Läuft die Kamera überhaupt, sonst quatscht die umsonst. Läuft. Oh, lecker sieht's aus, ne? Kann ich nur empfehlen, kriegt ihr, glaube ich, in jedem Fachhandel. Verlag Christian. Die ISBN-Nummer, die sage ich jetzt nicht durch. Ich verlinke es unten. Ja, ich verlinke es unten in den Kommentaren. Oh, was muss ich jetzt machen? Was muss ich machen?